Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial des Add-ons Modellinspektor. Wir wollen uns nun die Funktion Räume importieren etwas genauer anschauen. Wir haben eine Excel-Liste mit den Bezeichnungen, Funktionen, Flächen, Längen, Breiten der Räume drin und können diese nun via Raumimport einlesen. Altplan erzeugt automatisch die einzelnen Räume mit den Attributen. Für die Raumgeometrie ist hier die Breite und die Fläche verantwortlich, die Länge wird hier automatisch berechnet. Die einzelnen Räume haben logischerweise schon die einzelnen Attribute von der Excel-Liste. Beim Import dieser Elemente können automatisch schon Schraffuren, Filling, Stielflächen usw. so belegt werden. In diesem Beispiel habe ich nun eine Liste nach SCA-Norm, hier schon mit verschiedenen Stielflächen und mit verschiedenen Randtiefen eingelesen. Die Elemente selber entsprechen den Elementen vom Planungspaket, also gehen auf die Nummern vom Planungspaket selber. Ich öffne diese Liste, sehe hier alle Räume. Und auch die Begrenzung, die standardmäßig in Altplan drin ist, von 150 Räumen, zählt für den Modellinspektor nicht. Sie können also beliebig große Projekte so sehr schnell in Altplan importieren und so Ihre Arbeit für Entwürfe zum Beispiel beginnen.